Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Serious M4. Ich habe tatsächlich gerade die links und rechts bald den Burggraben umrundet und es ist nichts mitzunehmen. Nicht mal Munition, keine Secrets. Und da habe ich gedacht, gut, bevor ich jetzt 5 Minuten einfach nichts. Also klar, ich habe nicht, dass ich nichts gemacht hätte, aber einfach keinen Fortschritt hatte. Stoppe ich doch gerade mal die Aufnahme und fange einfach nochmal von vorne an. Ich kann das jetzt hier in 30 Sekunden abhandeln. Zeitersparnis. Was Tolles. So, dann geht's nochmal zurück zum Schloss. Ich glaube, hier geht's sogar ein bisschen schneller über die Seitenwege, oder? Ja, sieht gut aus. Okay. Stimmt, von hier kam ich. Dann muss ich wirklich hier hinten rum. Auf, auf. Stimmt, Fuzium haben wir ja auch noch. Kann man, glaube ich, auch kombinieren, oder? Ich glaube, dann wäre halt Fuzero mit Zeitstopp, wäre, glaube ich, eine ganz gute, wahrscheinlich für den Endkampf dann. Eine ganz gute Zusammenarbeit sozusagen. Dort ist zu. Irgendwie anders laufen. Ich dachte, dass es hier zurückgeht. Alles klar. Auch hier ist zu. Sondern nicht so lange her, dass ich hier rumgelaufen bin. Ah, gut, okay. Da war der Weg. Haben wir irgendwas nicht voll? Ja, tatsächlich. Granaten haben wir keine gekriegt. Großartig. Überhaupt nicht. Kommt ja vielleicht noch. No way back? Awesome. Bet the next 5 minutes will be really peaceful. Genau. Zack. Ah, schön. Gut, dann gehen wir gleich nochmal rein. Okay. Good shot.
schauen wir, dass wir euch so schnell wie möglich platt kriegen. Immer sehr unangenehm. Oh. So, das lohnt sich mal wieder. Cool. Das scheint es gewesen zu sein. Schön. Das ging? Auch nicht. Da kommt jetzt aus der Luft. Okay. Also doch mal auf die Sniper wechseln. Wo ist der eine, der weggeflogen ist? Jetzt müssen wir vor den Bällen geschützt. Kann ich da durchschießen? Nee. Ich meine, ihr zum Glück auch nicht. Scheinbar doch. Oh, hi. Oh fuck. Ich dachte, wir haben den erledigt. Ah, das wird nichts. Okay, da ist er. Da sind zwei. Allerdings weiß ich jetzt ja, wo sie sind. Ah, toll. Ein Lebenspunkt. Ja gut, das kann ich knicken. Ja. Du hast lange gebraucht, du blödes Ding. Hier wieder toller Speicherpunkt. Okay, das Vieh spawnt einfach direkt hinter mir. Lebensenergie.
Oh. Schön. So, es wird weniger. Vorteil, solange die da noch sind. Ich kann ja auch nicht durchschießen, ne? Doch, kann ich. So, eine Sorge weniger. Schön, dass ihr geblockt habt. Das war tatsächlich gerade sehr hilfreich. Ich hänge federfest. Einmal zweimal. Wow. Sam! Hey guys, how'd you find me? Followed the gunfire, like you said. Good to see you again, my son. You really do shoot a lot of aliens. I try. Where's Rodriguez? Last time I saw him, he and Hellfire were having fun with a couple of Gunnar. You're putting disturbing images in my head, Carter. It's a gift. Well, keep it to yourself. Let's go. So, sehr schön. Da haben wir das jetzt auch erledigt. Cool. Ein Gräuel vor Gott. Gucken, was wir da dann reißen können. Aber ja, schön, da haben wir auch wieder ein bisschen ausnutzt oder austricks müssen spielen, dass wir das hinkriegen. Aber es hat zum Glück funktioniert. So. Gefühlt sind für alle Level 45 Minuten angesetzt, schätze ich, aber das ist halt, glaube ich, echt, wenn du die kennst. Und nicht so oft stirbst wie ich. Das kommt ja noch mit hinzu, denke ich. So. Ah, fast 200 Millionen Punkte. Father, did I tell you about how lizards rule the world? Rule, if you mean dinosaurs. Although I thought you said they were hoax. No, no, I meant rule. Most of our leaders are descendants of lizard people from the planet Sirius. Didn't you tell me that world was ruled by Illuminati? Yeah, I haven't quite worked that out. Keep moving. That Ark isn't gonna find itself. So, du scheinst wohl alles an Verschwörungstheorien mitzunehmen, die du findest. You know, Father, I appreciate you taking my theory seriously. We all try to find meaning. And how do you find meaning, Father? I eat, I pray, I shoot.
Das klingt auf jeden Fall gut. So, dann einmal auffrischen soweit. Schade. Und hier ist alles relativ eng. Hey. Oh. Munitionsmangel. Kommt vielleicht irgendwie von der anderen Seite noch hin. Dankeschön. Oh, wir haben so Strom voll. Alles klar? Ah, it is over. Good. Ja, okay. Dann bitte einmal nochmal aufrüsten. In den Städten scheint aber so ein bisschen zu ruckeln, leider. Also irgendwie gibt es ja wohl auch eine Möglichkeit, also hatte ich mal gesehen, dass man halt auch dieses Nachladen von Texturen, was halt echt schlimm ist, dass man das irgendwie, indem man halt eine Config umschreibt, aber diese Config, also dieser komplette Ordner existiert halt bei mir nicht. Das sieht mir auch wieder zu Jump'n'Run nicht aus. Von daher. Nee. We here at Radio Free Earth are sad to report the death of One-Eyed Olga, the legendary Russian sniper, who was killed earlier today during a daring attempt to sabotage the Tunguska portal. Her death is a tragedy, as is the death of every other human being in this war. But it's up to us to make sure these countless tragedies aren't senseless. Oh, nicht einäugige Olga. Dann gab es noch irgendwas mitzunehmen. Naja. Eserwaffe. Ganz übersehen. Wo wir von sprechen. Für Strom, wie wir jetzt gerade dafür kriegen. Ah, natürlich. Y'all can tell your mamas I don't even like pinch of seafood. Do I even want to know? I'm just making polite conversation, boss. You find Kenny? He's gone. Damn. He was just a kid. His soul is with his creator now. What did Clear say before dinner? Bon appetit! Oh yeah, I'm keeping those puns coming. Sehr gut. How many knoom does it take to screw in a light bulb? None! It's better to shoot them in the dark! When I said an eye for an eye, man, this is not what I imagined. So. You call this regime change? I got your regime change right here. Ja, ja. Ah, noch mehr Rüstung, cool. Ah, jetzt kommen wir hier, ne? Ja. Gut, können wir beides nicht brauchen. Aber warum nicht? Raketen.
Wegen Sturmgewehrmunition? Here come the loonies. Give me a sec. Reloading. Hostile eliminated. Okay, das waren ein bisschen zu viele gerade. Ah, der kommt auch von hier unten. Das eben auch. Okay, zu wenig Platz zum Ausweichen. Sehr schön, aber ich sehe auch gerade, die Zeit ist vorbei. Zeit, die Folge zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.